Wir sind wieder im DreamWeb, wir sind wieder bei Ryan in seinem Schlafzimmer. Tag auch Leute, wieder zu diesem außergewöhnlichen Must-Play von mir. Mir gefällt es immer mehr, das Spiel. Und ich habe auch schon ein paar Zuschriften von manchen bekommen, die auch sagen, wow, super Spiel, sowas haben wir definitiv noch nie gesehen. Und ja, wir haben uns jetzt ein bisschen über unser zweites Opfer informiert. Und ich check nochmal hier ein bisschen unsere Wohnung ab, ob wir da nicht noch irgendwas mitnehmen können, was ich beim letzten Mal vergessen habe. Eine Feder? Okay, die Feder können wir wohl nicht mitnehmen. Wir haben hier ein nicht mehr ganz so intaktes Sofa. Aber die Gabel, glaube ich, nehmen wir mal mit. Die kann man bestimmt immer gut gebrauchen. Und ja, es wurde ja auch gefordert, dass ich mal die Sonnenbrille aufziehe. Das werde ich dann gleich mal machen. Okay, schauen wir mal, ob wir eventuell in dieses Fernsehstudio fahren können, was wir da im Computer gelesen haben oder gesehen haben. Wir fahren runter. Sparky's Bar, Louis Wohnung, Billardcenter, Channel 6 Studios, Channel 6. Da fahren wir mal hin, oder reisen wir besser gesagt mal hin. Und finden auch gleich einen LKW-Truck. Okay, wir nehmen jetzt mal hier unsere Sonnenbrille. Das ist schon viel besser. Und ja, jetzt haben wir auch hier die Sonnenbrille natürlich auf. Schön unauffällig sein. Der ein Lastwagen der Armee parkt hier draußen von den Studios. Der Armee, oh je. Ein Soldat ist auch noch in dem LKW drin, okay. Ja, gut. Also wenn hier die Armee ist, dann wird mit Sicherheit dieser Mord nicht so einfach werden. Hier haben wir auch direkt einen Soldaten. Der Soldat trägt einen Tarnanzug und Lederstiefel, die ihm fast bis zu den Knien gehen. Außerdem hält er eine Maschinenpistole in seinen Händen. Er sieht so aus, als würde er schon seit Stunden Wache schieben. Er sieht sich nervös um, als ich mich ihm nähere. Der Soldat sieht mich direkt an und ignoriert mich. Darf ich mal bitte vorbei? Ich habe einen wichtigen Termin. Nein, niemand darf das Gebäude betreten oder verlassen. Sicherheitsanweisung. Aber ich habe einen wichtigen Termin. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Bitte gehen Sie jetzt. Okay, ich habe verstanden. Sicherheitseinweisung, hat er gesagt. Ja gut. Ist gut abgesichert, das Ganze hier. Eingang zu den Fernsehstudios. Ja, den abschießen ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Vor allem, wenn die Armee da draußen ist. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen weitergehen. Hier haben wir nochmal einen LKW. Ist der etwa auch noch? Ja, ist auch ein Soldat drin. Okay. Und hier können wir richtig, richtig auch weit um das Studio mal herumlaufen. Sowas gab es ja bisher noch gar nicht. Da waren wir eigentlich immer direkt an der Location und wenn wir die verlassen haben, dann gab es eigentlich immer ja schon den Location-Wechsel. Es gewittert natürlich auch wieder schön. Hier haben wir eine Aufschrift. Okay, der Parkplatz. Ja gut, mit der Beschriftung können wir natürlich nichts Brauchbares anstellen. Okay, hier haben wir eine Parkschranke und einen alten Mann. Hinter einer dicken Glasscheibe sitzt ein alter Mann mit grauen Haaren und einer beginnenden Glatze. Er trägt eine blaue Uniform mit Goldringen am Ärmel und an den Schultern. Okay, sieht aus hier wie der Typ, der halt das Ganze hier regelt mit dem Parkplatz. Da reden wir mal mit dem. Wie kann ich Ihnen helfen, junger Mann? Ich habe einen Termin. Tut mir leid. Das Militär hat diese Einrichtung besetzt und geschlossen. Hier hat heute niemand einen Termin. Aber... Sie müssen sich irren. Ich kann gern Ihren Namen aufnehmen und Sie für morgen eintragen, wenn Sie möchten. Warum ist die Fernsehanstalt denn geschlossen? General Major Sterling hat heute ein spezielles Live-Interview zum Thema Mittlerer Osten. Ich verstehe. Vielen Dank jedenfalls. Auf Wiedersehen, mein Herr.
Okay. Also haben wir auf jeden Fall schon mal rausbekommen, dass Sterling auch wirklich im Fernsehstudio ist. Also das ist für uns schon mal ganz gut. Okay, aber der hat uns halt jetzt auch nicht reingelassen, ist klar. Na gut, gehen wir mal weiter. Hier geht's gar nicht weiter runter. Ah, kann man hier durchgehen? Ne, ich glaube nicht, oder? Doch, man kann sogar durchgehen. Und hier ist eine Tür. Okay, kommen wir aber nicht weiter. Gut, dann zurück. Dann müssen wir mal einen anderen Weg finden. Wir haben ja noch die linke Seite übrig. Vielleicht finden wir da was Besseres. Oder was anderes. Vielleicht so ein Hintereingang oder sowas. Wie es ja eigentlich immer bei den Fernsehstudios gibt, damit man die Stars da schnell rauskriegt. Aber gegen die Leute lege ich mich auf jeden Fall nicht an, hier gegen das Militär. Ich habe ja schon einmal die Waffe in einem falschen Moment gezogen. Habt ihr bestimmt ja alle mitbekommen. Okay, und hier ist die Location vorbei. Also da müssen wir was... Müssen wir irgendwas machen. Vielleicht... Ich check nochmal... Ich gehe nochmal zu diesem alten Mann und check mal die Gegend da ab. Vielleicht sind da ja keine Kameras und dann, ja... Werden wir leider wohl Gewalt anwenden müssen. Weil irgendwie muss man ja hier reinkommen und ich habe keinen anderen Weg gesehen. Lampe, nicht, dass hier irgendwo wieder was Verstecktes ist. Also hier runter geht's nicht. Schalltafel, vielleicht können wir hier einfach mal draufdrücken. Okay. Hinter einer dicken Glasscheibe. Vor allem eine dicke Glasscheibe ist eigentlich das Stichwort. Okay, komm, wir versuchen es mal. Wo ist denn unsere Knarre? Boah. Eigentlich nicht lustig, aber einfach total über den Haufen geschossen. Den guten. Und wir wurden auch noch nicht gekillt. Ah, okay. Und wir können hier draufdrücken und jetzt wird die Tür hier aufgegangen sein. Die Hintertür. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass uns da drin keiner sieht. Ja, und doch direkt kommt wieder hier die tolle Musik. Abfalleimer, Broschüre, Tastatur. Broschüre, was ist das hier? Dieses dünne Dokument hat Kanal 6, Achso, hat den Channel 6 Schriftzug auf dem Deckblatt. Darunter steht Programmvorschau. Ja, nehmen wir doch mal mit. Haben wir denn noch Platz hier bei uns im Inventar? Ja, da ist noch Platz. Jetzt mal kurz gehakt. Okay. Passierkarte. Die ist natürlich noch besser. Passierkarte, dann... Ja, brauchen wir die Broschüre wahrscheinlich gar nicht. Lassen wir die einfach wieder... auf den Boden fallen. Abfalleimer können ja auch mal interessante Sachen drin sein. Da steht jetzt allerdings mal nichts an. Ach ja, und den Ehering, das war ja auch mal, glaube ich, gefordert, dass ich den mal ausziehe. Oder den Ring, besser gesagt. Fernbedienung, Aschenbecher, Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles wirklich brauche. Hier Karte, Kaugummi. Kaugummi schmeißen wir mal weg. Und auch unsere Steckkarten, wo nichts drauf ist, können wir eigentlich mal wegschmeißen. Dann nehme ich lieber die Broschüre nochmal mit und schau mal, was da drin steht. Okay, haben wir so durchgeblättert, ist nichts weiteres drin. Monitor benutzen macht keinen Sinn. Das Telefon. Auf dem Schreibtisch steht ein kleines Telefon. Auf dem Telefon befindet sich ein Tastenfeld mit ungefähr 40 Knöpfen.
Telefon blockiert. Okay. Gehen wir mal vorsichtig hier nach rechts. Noch ein Abfalleimer, eine Pflanze und drei Wartesitze. Das scheint so ein bisschen hier das Hinterzimmer zu sein. Die Abstellkammer, Kisten. Ah, Kleenex, Toilettenpapier, ja. Zerbrechlich. Eine Menge Kabel und Beleuchtungsequipment, was mir aber im Augenblick nicht viel nützt. Okay. Brauchen wir auch nicht. Allerdings die Leiter könnte natürlich interessant werden. Leiter lehnt sicher an der Wand. Okay, da gehen wir mal hoch. Ich kletter auf die Leiter und schaue dabei starr nach oben. Ah, okay. Frage, ob die uns hier sehen können. Ein Lederstuhl? Nee, ich will ja eigentlich eher hier die Person anschauen, die da sitzt. Geht offensichtlich nicht. Bühnenbild. Hier die Kameras. Okay, die Kamera verändert ihre Position. Ja, es könnte natürlich einer der beiden sein hier, die wir hier umbringen müssen. Okay, das Metallgitter, ja. Ich benutze es lieber nicht, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich hier... Ah, hier, eine Winde. Die Schalltafel. Es würde ja Sinn machen, hier die Winde, glaube ich, so einzustellen, dass sie dann direkt da runterkrachen würde. Ich nehme mal die Steuerung. Jetzt habe ich nicht gelesen. Hat Rußflecken in einer Ecke. Die oberen Lämpchen sind alle aus. Ja, benutzen wir. Der Windsteuerung muss es eine Sicherung rausgehauen haben. Nichts passiert. Okay, eine durchgebrannte Sicherung haben wir hier. Wir brauchen also eine andere Sicherung, damit das hier wieder läuft. Okay, aber dann haben wir das Rätsel ja quasi schon an der Stelle verstanden. Gehen wir mal in die andere Richtung. Beziehungsweise, was ist das hier noch? Eine Lampe und noch ein Aschenbecher oder sowas. Abfalleimer. Ich habe halt Angst, dass ich gleich wieder in so ein Schießgefecht hier ankomme und dann das Ganze wieder falsch mache. Wand? Vielleicht ist ja in dem Abfalleimer irgendeine Sicherung. Klingt zwar im ersten Moment ein bisschen blöd, aber könnte ja sein. Und hier ist auch nichts. Hier sind Lampen. Übertragen läuft. Okay, ja, da haben wir, das haben wir ja gesehen von oben. Ich kann die Lampen nicht benutzen. Okay. Also da reingehen geht Gott sei Dank auch gar nicht. Das wäre mit Sicherheit unser Tod. Und hier haben wir Fahrstuhltüren. Steuertafel, vielleicht. Ah. Ja, ich glaube, ihr habt es gerade selbst gelesen. Also es gibt einen kleinen Schlitz. Scheint nicht zu funktionieren. Sicherheitsausweis zu benutzen, den haben wir doch. Den haben wir doch eigentlich. Wieso können wir denn... Ja, das ist so pixelig hier. Ihr seht doch jetzt gut, dass wir unten den Zoom haben. Fahrstuhltüren kriegen wir auch nicht richtig auf. Ah, Mann, Mann, Mann. Jetzt wieder Pixelsuche. Okay, also halten wir nochmal fest. Wir haben eine defekte Sicherung gefunden. Das heißt, wir brauchen irgendwoher eine neue Sicherung. Von irgendeinem anderen Gerät vielleicht hier. Die Tastatur hat ja bekanntlich eigentlich keine Sicherung. Irgendwo eine neue Sicherung herkriegen und dann versuchen... Ich schau mal hier in den Abfalleimer rein. Oder die Sicherung irgendwie reparieren. Das wäre auch möglich. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht habe ich da was übersehen. Hier oben kommen wir eigentlich nicht... Kommen wir nicht raus. Hier könnte ich jetzt eine neue Sicherung einsetzen. Geht aber nicht. Ich glaube, das hat irgendwie was mit dem...
mit dem Fahrstuhl da zu tun, mit dieser Fahrstuhlschaltung. Vielleicht kann ich da irgendwie die Sicherung rausnehmen. Ich denke mal, wir machen erstmal hier einen kleinen Cut und machen dann beim nächsten Mal weiter hier im Fernsehstudio, wo Sterling irgendwo auftritt und wir sind befugt, ihn umzubringen. Dürfen ihn umbringen vom Dreamweb aus. Mal schauen, wie es dann hier weitergeht. Bis dann. Ciao, ciao.